Zwischen Street Art und Oper liegen Welten, könnte man meinen. Hans-Günther Heime, der Intendant vom Ludwigshafener Theater im Pfalzbau, ließ diese Welten aufeinandertreffen. Wir arbeiten jetzt 3 Jahre jetzt schon dran. Das wird noch ein Jahr sein, bis im Jahr 13, dann der ganze Ring in Ludwigshafen läuft. Das ist ein Projekt zwischen Halle und uns, also Halle an der Saale. Und der Stadt Ludwigshafen und der Deutschen Staatsphilharmonie Ludwigshafen. Und da gibt es einen Dirigenten, der heißt Steffens, der ist hier der Chef in Ludwigshafen und in Halle. Und dadurch ist es überhaupt zustande gekommen. Und wir haben jetzt versucht, natürlich in den ganzen Jahren das Projekt zu unterfüttern mit Aktionen von Menschen, die bis jetzt nicht so viel mit Theater zu tun hatten, leider. Und die vielleicht auch noch nie in einem Schauspiel waren, die vielleicht noch nie in der Oper waren. Und es hat sich sehr, sehr viel getan mit dem Publikum. Wie so Sprayen, das ist eine Kunst von heute. Ja? In New York gibt es so Bilder, die kosten 1 Million, wenn die so gesprayt sind. Es gibt auch andere Aktionen, wenn also einfach nur S-Bahn-Züge versaut werden, die finde ich ja nicht so toll, aber anderes finde ich wahnsinnig toll. Und auch sowas hier bleibt jetzt Jahrzehnte. Das ist ein Ludwigshafener Ring geworden, der hier ist und bleibt, auch wenn der Ring nicht mehr läuft. Ja? Mit dem Street-Art-Projekt soll die junge Generation über einen kurzen Umweg an Oper herangeführt werden. Doch nicht an letzter Stelle stand Spaß am Sprayen. Es ist eine wunderbare Kunst und ich hatte mal wieder Lust zu sprayen. Weil mich das Sprayen ziemlich interessiert und ich das wirklich noch nie gemacht habe und ich mich da jetzt schon voll drauf freue, dass ich das machen darf. Ich habe eben ganz kurz was draufgesprüht, das war schon toll. Ja, weil es mich einfach interessiert hat, mal mit der Dose umzugehen und wie man das Ganze macht. Ja, ich interessiere mich für Graffiti allgemein. Ja, und wollte halt mal mitmachen, reingucken. Also weil ich eben diese ganze Wagner-Geschichte eben erst durch das Projekt hier kennengelernt habe, würde ich da schon gerne reingehen. Mich interessieren Opern und Theater sowieso, aber dieses Stück speziell, da habe ich noch nie so genau drüber nachgedacht. Ich wusste auch gar nicht, dass es das so als Theater gibt und ich würde da schon gerne reingehen. Ja, also es hat schon Interesse geweckt, auf jeden Fall das mal sich anzuschauen auch. Also ich würde mir schon eine Vorstellung gerne ansehen. Das ist bestimmt interessant. Innerhalb von 2 Tagen wurde die 30 Meter lange Wand mit einem von Teilnehmern selbst entworfenen Motiv gesprayt. Philipp Himmel, ein erfahrener Graffiti-Künstler, betreute und leitete diese Aktion. Wenn ihr zu lange mit der Farbe auf einer Stelle bleibt, sammelt sich zu viel Farbe und dann passiert sowas. Ja, man kann dem Ganzen entgegenwirken, indem man dann halt den Finger nimmt, in dem Fall mit einem Handschuh, in meinem jetzt ohne, und das so ein bisschen verreibt, dann hat man halt den Effekt, dass man diese Laufnase nicht sieht. Bei dem großen Ringprojekt wirkte er bereits erfolgreich mit und entwarf und sprayte das Motiv für den Vorhang der Verzweiflung in der Walküre. Als erfahrener Künstler beherrscht er bereits alle Techniken, Tricks und Handgriffe, um ein Graffiti-Kunstwerk entstehen zu lassen. Doch trotzdem stand er mit dieser Aufgabe vor einer großen Herausforderung. Wir haben seitenweise Ideen aufgeschrieben erstmal, was man machen könnte. Und dann muss man natürlich auch klar dann irgendwann sagen, okay, was können wir überhaupt machen? Was passt für die Wand? Was ist umsetzbar für jemanden, der vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung mit der Dose hat? Haben dann, glaube ich, einen ganz guten Kompromiss auch jetzt gefunden. Viel mehr als nur ein Kompromiss ist das Ergebnis der außergewöhnlichen Sprayaktion. Die große Unterführung am Ludwigshafener Hauptbahnhof kann sich nun sehen lassen. Aber hinter diesem Projekt stand nicht nur die Verschönerung der Stadt, sondern vielmehr ein Verschmelzen der kulturell verschieden geprägten Generationen. Ich glaube, das ist ein tolles Erlebnis, was hängen bleibt und was dann eben auch langfristig für Kultur spricht und dafür, dass eben Jugendliche auch ins Theater gehen und sich mit Wagner und mit sonstigen Komponisten einfach beschäftigen. Und das muss eben nicht immer nur im Theater, in der Aufführung, in der Vorstellung passieren, sondern kann eben auch auf ganz anderen Ebenen und anderen Wegen passieren. Und ich glaube, dass so dieses Ring-Plus-Programm, was wir eben haben, ein guter Weg ist und dass das ein ganz tolles Projekt ist, was eben auch öffentlich sichtbar ist. Mit diesen und auch weiteren Projekten versuchen die Organisatoren vom Ring-Plus-Programm nicht nur die Generationen zusammenzuführen,
sondern auch anspruchsvolle Theaterinszenierungen aus einer anderen Perspektive zu zeigen.